Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Ihr Lieben, kurz vor der alljährlichen Sommerpause meiner Show begrüße ich euch heute am 1. August zur 351. Episode von Extra Chill und zum dritten Teil der XL Summer Special Trilogie 2021. Bevor ich näher auf diese besondere Folge eingehe, möchte ich kurz mitteilen, dass mein kleines Heimatdorf im Swisttal die Hochwasserkatastrophe fast unbeschadet überstanden hat, obwohl der Swissbach gleich am Dorf vorbeifließt. Sicher sind dort in der Nähe ein paar Keller vollgelaufen, aber mit den schockierenden Ereignissen, wie zum Beispiel im Ahrtal, hatte das wenig zu tun. Obwohl einige Dörfer hier in der Gemeinde schlimm dran waren und zum Teil auch evakuiert werden mussten. Wie gesagt, meine Familie und ich hatten wirklich ganz großes Glück. Es ist alles trocken geblieben. Ich hoffe sehr, dass der restliche Sommer jetzt auch trocken bleibt und damit wir wieder ein bisschen mehr in Stimmung kommen, habe ich die heutige Episode einem Mann überlassen, der im sonnigen Süden Europas zu Hause ist, in meiner zweiten Heimat Italien. Er lebt in der Stadt Civita Castellana, ungefähr 60 Kilometer nördlich von Rom, eine pittoreske Stadt mit einer imposanten Befestigungsanlage, dem Forte San Giallo aus dem 15. Jahrhundert. Ich selbst war leider noch nicht da, aber die Bilder, die ich gesehen habe, machen Lust, sich den Ort mal näher anzuschauen. Einen kleinen Eindruck vermittelt auch das Themenbild dieser Folge, das das Rathaus der Stadt zeigt, an der Piazza Giacomo Matteotti. Wenn ich Civita Castellana besuchen würde, dann wäre es ein ganz großes Vergnügen, meinen heutigen Gast persönlich kennenzulernen, da bin ich sicher. Virtuell kennen wir Leonardo Patrizi bereits seit Episode 318 unter dem Künstlernamen Dott Santafeo bzw. Dottore Santafeo. Mir ist echt unbegreiflich, warum mir das nicht schon früher aufgefallen ist, dass die Abkürzung Dott in Italien für Dottore steht. Ein bisschen peinlich, wenn man bedenkt, dass ich seit fast 20 Jahren mit einem Italiener liiert bzw. verpartnert bin. Vor ein paar Wochen kam ich mit Leonardo über Soundcloud ins Gespräch und ich fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, aus seinen Tracks einen langen, durchgehenden Musikmix für meine XL Summer Special Trilogie zu produzieren. Und er hat glücklicherweise zugesagt. Zwar ist keines der 12 Stücke exklusiv für Extra Chill entstanden, aber das fast 70-minütige Set erklingt hier gleich zum ersten Mal, ist also eine Weltpremiere. Alle Tracks hat Leonardo als Dottore Santafeo für diverse Netlabels herausgebracht und alle sind Gratis-Downloads, die ich, wie immer, in meinen Shownotes verlinkt habe. Dort auch alle Links zu Leonardos Social-Media-Seiten und seinem kleinen Bandcamp-Sample-Shop. Es ist schon eine Weile her, dass eine komplette Extra-Chill-Folge von einem einzelnen Künstler bestritten wurde. Ich glaube, das letzte Mal war im Dezember 2011 in Folge 128, als Jürgen und ich das Album Sonnentanz von Chillheimer präsentierten. Es ist also mal wieder an der Zeit und einem so talentierten Projekt wie Dottore Santafeo räumt man gerne diese besondere Ehre ein. Und wer sich an die bisherigen Auftritte bei Extra Chill erinnert, der weiß, dass der Fokus heute auf Dub bzw. Minimal Techno gerichtet wird. Was auch ein schöner Kontrast zu Michels Musikmix in der vergangenen Episode ist, der um dieses Genre einen großen Bogen gemacht hat. Er steht wohl nicht so drauf. Heute also Dub Techno satt und Leonardo hat seinen Mix so angelegt, dass das Set recht entspannt startet und im weiteren Verlauf immer progressiver wird. Ich nenne jetzt die Namen der Einzelstücke, die Leonardo in seinem Mix verwendet hat, in der numerischen Reihenfolge. Wir starten mit dem Stück Dio Ci Salvi, das dieses Jahr auf dem dritten Teil der großen 100 Compilation beim Label Insectorama herauskam. Es folgt Fede aus der Spazio EP, die kürzlich bei Deep Electronics veröffentlicht wurde. Die Tracks Superman und Again sind eine Single vom Label Otium. Die folgenden zwei Stücke, Rural Blues und Soul Sister, sind Gratis-Downloads von Leonardos Soundcloud-Seite. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Shownotes.
An siebter Stelle hören wir mit Kalonike oder Kalonike einen weiteren Auszug aus der Compilation Echoes Chapter 1 und danach läuft das Titelstück der Electrolysi EP, die beim Coppocknet Label herauskam. Auch das neunte und zehnte Stück des Mixes sind auf dieser EP zu finden. Sie heißen Vega und Corpo Celeste. Mit dem Track Campbell kehren wir zu den Anfängen von Dottore Santafeo als Teil der Extraschill-Familie zurück, denn dieses Stück stammt aus dem Album 12 Parsec, mit dem Leonardo damals in meiner Show debütierte. Am Ende des Sets erwartet uns mit dem Track Spazio noch das Titelstück der gleichnamigen EP. So, damit ist mein Job erledigt. An dieser Stelle noch ein Dankeschön an Hörer Reinhold für die verspäteten Glückwünsche zum 15. Podcast-Geburtstag und noch ein Dankeschön an Hörer Michael Kolesnik oder vielleicht auch Michael Kolesnik für seine großzügige Spende auf mein PayPal-Konto. Ich verabschiede mich jetzt von euch für 4 Wochen. Wir hören uns wieder am 1. September 2021. Nach der Sommerpause. Genießt den Sommer und die Ferien. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Jetzt kommt mein Gast selbst zu Wort. Hier kommt Leonardo Patrizi alias Dottore Santafeo mit seinem für den heutigen Anlass exklusiv produzierten Megamix aus 12 eigenen Stücken. Ciao a tutti e buon divertimento. Hi, hi, hi. It's me, Dottor Santafeo. Glad to be the guest for this episode. We have a nice mix, all originals of mine, all available for free download. You'll find the links in the description. Don't forget to check out my social for all the new mixes, releases, jams, gigs, and so on. And if you're a producer, go check out my sample shop, Santa Samples. Grazie, Andreas. Keep it deep, keep it chill, and enjoy the music.
Thank you.
Thank you.
I don't.
Thank you.